und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind die Bigs wirklich mal unterwegs, denn wir sind unterwegs zu unserem Wohnmobilhändler. Und nein, wir holen leider noch nicht unser neues Womo ab, sondern unser neues Fortbewegungsmittel, unsere E-Scooters. Die haben wir uns vor 14 Tagen dort bestellt, von der Firma Movie. Und ja, das ist eigentlich so richtig so eine Wissenschaft für sich mit diesen Dingern, ne? Ja. Und ja gut, was wir halt brauchten, ist, sag ich jetzt mal, wir stehen ja auch mal für längere Zeit. Und ja, damit wir nicht jedes Mal das Wohnmobil dann alles wieder zusammenpacken müssen, mal um kurz einkaufen zu fahren. Ja gut, hatten wir erst gedacht, ja, kannst du mit Fahrrädern machen. Aber unsere Fahrräder sind so dermaßen riesig und schwer. Wir haben noch so alte Hollandräder gehabt, weißt du? Und da haben wir gedacht, nee, dann ist unsere Garage ja schon gleich voll, ist auch kacke. Und naja, und dann fiel halt Carsten das ein mit diesen E-Scootern. So, und dann musste man natürlich jetzt überlegen, ja, Elfen sind wir auch nicht gerade, ne? Der muss ja noch ein bisschen was tragen, die guten Jungs. Und dann auch noch unseren Einkauf. Und ja, dann ja, wäre ganz toll gewesen, wenn da irgendwie so eine Vorrichtung wäre für irgendwas, das man transportieren kann, außer jetzt mal einen Rucksack. Und oh, upeli, die Cola. Und ja, und da haben wir schon gedacht, das gibt es eigentlich wohl wahrscheinlich gar nicht mehr. Und dann hatte, glaube ich, unser Wohnwagenhändler hat gesagt, Mensch, guckt mal im Internet, da gibt es eine Firma, die ist sogar hier in Hannover ansässig. Und Movie heißen die, ja. Und da sind wir auch tatsächlich fündig geworden. Die haben eigentlich so alle Kriterien, die wir gesucht haben. Zeigen wir euch aber noch mal im Extra-Video. Das sind echt voll witzige Teile. Und da kann man sogar eine Kiste Bier drauf transportieren. Also für uns wie gemacht. Zwei Kisten. Zwei Kisten Bier. Ja. Und ich habe vorne ein kleines Körbchen dran. Mhm. Wenn das nicht, na, dann weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Und ja, eigentlich hatten wir noch ganz kurz vor, noch ins Wohnmobil zu gehen. Ich möchte da noch ein bisschen was ausmessen. Da kommt wieder mein Deko-Kram-Kack vor, aber egal. Wir wollen es ja auch gemütlich haben. Und, aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Es ist schon ziemlich, ja, kurz vor knapp. Ja, kurz vor knapp. Und naja, auf jeden Fall dudeln wir da jetzt erstmal hin und dann melde ich mich gleich nochmal. Bis dahin. So, wir sind angekommen in Altwarnbüchen. Das ist hier Euro Caravan Tierge. Also das kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Also wer irgendwann mal vielleicht ein Wohnmobil oder Wohnwagen der Firma Detlefs, Pössl oder Sunlight kaufen möchte. Also die Jungs sind echt klasse hier. So, ich zeige das mal kurz und schwenke mal, weil unser Wohnmobil wird man nämlich auch sehen. Carsten ist übrigens schon vorgefahren. Ist ja klar, wir sind wieder 10 vor 6 hier angekommen. Um 18 Uhr machen die zu. Aber wie das so ist, ne? Wenn man das was haben will, dann naja, kann man auch nicht bis morgen warten. So, also er ist schon vorgefallen und ich zeige euch das hier mal ganz kurz. Mittlerweile sind wir wieder zu Hause angekommen und jetzt geht es ans Aufbauen. Die sind nämlich natürlich nur alle verpackt, aber naja. Ich zeige euch jetzt schon mal, wie es hier bei uns aussieht. Nicht schön, denn gestern ist nämlich unser Zelt gekommen und naja,
Seht selber. Das zählt an dem Karton. Oh, das ist schön aus dem Auseinander. Also muss erst mal gucken, Anna, was hier gerade so gemacht wird. Oh ja. Oh Gott. Mehr Kartons als alles andere. Da haben wir schon mal ein Exemplar. Ich zeige euch mal kurz, wie das hier noch aussieht. Alles voller Zelt und... So, bin ich ja mal gespannt. Also, die Waldtiere haben gesagt, dass die Akkus wohl soweit aufgeladen sind. Das heißt, wenn das aufgebaut ist, können wir gleich schon mal loslegen. Dann werde ich euch das zeigen, wie Carsten damit schon mal langsam losbraust. So, Madame Neugierig, ich muss auch erstmal in den Karton lunsen. So, was haben wir denn hier drin? Also, du kannst ja schön hinterherlaufen. Dann lass mal los, rattern. Ja, oh, schade, dass wir... Dass wir was, Werkzeug? Und Werkzeug. Ja, schade, wie gesagt, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, wir sind ja knall... Oh nein, jetzt habe ich diesen Schwanz im Bild. Sind wir ja natürlich knall auf Fall wieder losgefahren, waren um 17:45 bei Tierge, bei unserem Händler. Und um 18 Uhr machen die zu. Also war natürlich nichts, mal kurz nochmal in unser Wohnmobil gucken. Ich wollte ja wieder ein bisschen was ausmessen. Oh. Aber hat sich ja nun erledigt, also müssen wir da irgendwann nochmal hinfahren. Und das dann nochmal machen. Denn die wollen ja auch irgendwann mal Feierabend haben, ist ja auch klar. Aber es ist natürlich wieder so typisch. Ach, bist du noch müde? Ich bin ein bisschen müde. So. Mimi, ich kann gar nichts sehen. Mimi. Was macht denn Herrchen da? So. Na, da haben wir doch schon mal was, ne? Oh. Natürlich ist der Hund im Weg. Den brauchst du ja nur hochklappen und kannst gleich losfahren, oder wie? Ja, ich glaube, ganz so einfach ist es auch nicht. Das muss man erst mal wissen, wo man zum Beispiel den hochklappt und sowas alles, ne? Wie man den hochkriegt, ne? Oh, Scheiße! Ja. Ach, Wilmi, geh doch mal kurz hier hin. Geh mal auf deinen Hundeplatz. Geh mal da, oh, prima. So. Na, der sieht doch schon fast abfahrbereit aus. Der Hund ist müde. So, ja, da müssen wir erstmal gucken. Vielleicht solltest du dir erstmal die Bedienungsanleitung durchlesen. Ja, willst du das filmen, wie ich mir die Bedienungsanleitung durchlese? Aber ich glaube, Männer brauchen das immer nicht. Ne? Männer brauchen. Oh, er steht ja schon auf dem Ständer. So. Ist das jetzt meiner oder deiner? Nee, du fährst damit das erste Mal, ist es deiner. Ich dachte, du fährst. Nein, du fährst. Nein, du fährst und ich gucke. Ich fahre dann heimlich. Ja gut, ich lese mir das jetzt erstmal in Ruhe durch. Den kann ich jetzt mal kurz ausmachen, weil dann kann ich ja wieder filmen, weil ich glaube, so interessant ist das ja nur nicht, wie du dieses Schaumstoff da abfriemelst. Eben, sag ich doch. So. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn du damit die Straße lang sollst. Übrigens, falls wir wissen, dass das angemeldet werden muss, beziehungsweise dass wir Nummernschilder brauchen, wo wir jetzt hier nachher fahren, ist unser Privatweg. Also das ist alles schon in Arbeit. Wir warten jetzt auf unsere Schilder, dass wir noch mal auf der Straße fahren können. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt hier hin und her rattern, dann ist das hier unser Privatweg. Dann ist das alles ja ganz legitim, was wir hier machen. Oh, schneid die Kabel nicht durch. Ja, ja, ich gucke auch gerade. Oh Gott, setz doch deine Brille auf. Oh, das geht so. Okay, bis später. So, da stehen unsere zwei Flitzer. Es ist bereits der nächste Tag und natürlich waren sie nicht aufgeladen. Aber egal, das haben wir über Nacht getan. So, und jetzt seht ihr auch mal, wie die fertig sind. Meins
mit Körbchen, Carsten seins mit Bierhalter. Leider sind natürlich noch unsere Nummernschilder nicht da, die sind nicht mitgekommen. Aber gut, dann fahren wir eben hier bei uns auf unserer kleinen Stichstraße rauf und runter. Dann ist das halt so. Aber trotz alledem sind wir beide natürlich sehr auf Sicherheit bedacht. Und deshalb sind wir auch schon bestens ausgestattet. So, und wehe, jetzt lacht jemand. Das glaube ich kaum. Das glaube ich, naja, man weiß es nicht, ne? Da war jetzt gerade auch noch ein Nachbar gekommen. Das hat uns noch gefehlt. Kann passieren, ne? Ja, dann baue ich mal die Geräte ab. Ne, das, ich zeige euch mal, wie... Halt, ich muss das ist ein ganz einfacher... Ganz einfaches System. So. Bisschen dran rumzuckeln. Einmal. So. Fertig. Das war's schon. So, und ich probiere das jetzt aus. Oh Gott, nee. Ja, mach schön vorsichtig, hast du denn irgendwie überhaupt... Irgendwie habe ich ja... Jetzt fängt das schon wieder an zu bimmeln. Jedes Mal. Ist jetzt aber egal. So, ich probiere das jetzt aus. Ich muss ja sagen, ein bisschen Schiss habe ich ja. Ich bin echt voll ein Schisser geworden. Das kann nicht wahr sein. Schatz, fahr vorsichtig. Ja. Du hast es nicht eilig. Du hast es nicht eilig. Sollte ich noch erwägen, dass ich Führerschein Klasse 1 habe? Nee, nein, lieber ich nicht. Ich fange jetzt an, okay? Ja. Oh Gott, das fährt. Nee, das fährt gar nicht, Schatz. Ja, du musst ja auch Gas geben. Ach so. Ich kann ja aber auch nur so rollern, ne? Oh, oh, oh. Man sieht dich schon gar nicht mehr. Alter Schwede. Hat ja einen Anzug wie eine 750er. Oh. So. Ich glaube, ich kann's. Ah. Oh. Du willst mal einen zweiten Gang ausprobieren? Nee, das ist mir zu schnell. Okay. Mal wieder abgeht. Geht ab wie Hexenpisser. Das Ding. Da kommst du kaum mit, ne? Tja. Oh. Schaut, oh Gott, geh weg, ich hab einen zweiten drin. Ja, und wie ist es? Ja, geil. Hat Spaß, ne? Ja, ist ein bisschen... Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber da, ich denke mal, wenn man das so ein bisschen dran. Sich rausgefrickelt hat... Ich habe schon einen zweiten drin. Stimmt. Ist den zweiten schon? Ja. Oh, ja, dann mal los. Ich mach's nochmal, ne? Ja. Oh Gott im Himmel. Irgendwas schnarrt. Ach so, ich bin auf der Bremse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kurve fahre ich nicht. Da trete ich wie früher. Voila. Ah, du nimmst ja richtig Fahrt auf. Bitte? Du nimmst ja richtig Fahrt auf. Ja. So. Ich würde sagen, fürs Erste. Und dein erstes Resümee? Ja, also ich würde sagen, auf alle Fälle braucht man kein Auto mehr. Okay, es muss natürlich die Sonne, es muss das Wetter gut sein, man muss nicht so viel transportieren. Na ja, und so weiter. Passt das doch. Ja. Ach so, und was ich noch sagen wollte, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende mit unserem Roller-Video. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann, oh, ich bin ganz aus der Puste, ich war völlig überrascht. Dann, sind die Bakes wirklich unterwegs, weil für uns geht es nämlich 3 Wochen in den Urlaub. Und wohin es da geht, das sage ich euch dann. Ciao!